mir das denn nicht? Welches Magazin habt ihr mich heute fotografiert und die Leute? Ich würde es so gern mal wissen. Kuckuck. Keine Antwort. Das ist zu lächerlich. Ist einem das unangenehm? Oder schämt ihr euch, Ili Media zu nennen, oder? Das ist eine ganz normale Frage. Es ist keine Diffamierung, wie ihr vermutlich mit mir vorhabt, sondern ich stelle euch einfach nur die Frage, für welches Magazin, wer euer Arbeitgeber ist. Ich finde, das ist auch eine legitime Frage. Du hast eine sehr professionelle Kamera, du auch. Und ihr antwortet mir einfach nicht. Warum nicht? Ach so, hey. Ich hätte das gern gewusst. Schade eigentlich, oder? Weil ja. Das scheint schon eine Frage zu sein, für die man sich offensichtlich sehr, sehr schämt und es nicht traut, auf den Platz zuzugeben. Ja? Dass ich morgen dann irgendwie in der Zeitung lesen werde, dass ich wohl ein Antisemit oder ein Rechtsradikaler bin und hier zur Gewalt aufgerufen habe oder irgendeine andere Scheiße. Wahrscheinlich ist einem das so peinlich. Ich würde mir die Maske auch noch ein Stück höher ziehen, dass wahrscheinlich wirklich nur die Augen noch zu sehen sind, weil sonst könnte es echt peinlich werden. Ja, wenn diese ganze Pandemie irgendwann mal vorbei ist, kann keiner von euch mehr, nicht nur sein Spiegelbild nicht mehr sehen, sondern traut sich auch nicht mehr vor die Tür zu gehen.